Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier bei Days Gone. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so langsam will ich mal wissen, was jetzt mit Sarah ist, aka Beth. Es ist halt seltsam, dass er den Ring trägt. Aber dafür können es viele Gründe geben. Ich meine, es sind auch... Wie viele? Das steht doch hier immer irgendwo. Ja, 830 Tage sind vergangen. Ja, ich will nicht sagen... Das Ding ist halt... Wie lange trauert man? So, besser nachladen. Ach, wir werden es sehen, Freunde. Das ist normal, wirklich. Sorry, wie bitte? Keine Fotos zu haben von Ihrer Frau, Familie. Ja, warum sagen Sie das? Damals haben alle Smartphones benutzt. Da drin war alles gespeichert. Und ohne die Handys, ohne die Cloud, gibt es auch keine Fotos mehr. Ja, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Meine Frau, Carrie, ihr Vater war Fotograf, oldschool, mit Dunkelkammer und allem. So stur für das digitale Zeitalter, glaube ich. Wäre er nicht gewesen, hätte ich auch keine Fotos. Tja, ich hab sie gehasst, die Handys meine ich. Alle haben nur noch auf diese verdammten kleinen Bildschirme gestarrt und ich selber hatte nie eins. Interessant, wie hat das funktioniert? Ich war Mechaniker, ich hatte eine Werkstatt und wohl das letzte Festnetztelefon in Farewell. Also das ist das Camp. Wenn sie hier nicht ist, ist sie nirgends. Ihr Typen nimmt den Scheiß wirklich ernst. Der Colonel glaubt mit Motivation und Disziplin können wir alles erreichen. Los, bewegt deinen lahmen Arsch. Ich mach schon so schnell ich kann. Beweg dich! Ist das für Sie Motivation? Er hat im Süden der Insel ein Arbeitslager errichtet. Für die Untauglichen. Manche davon brauchen viel Ermunterung. Ist klar. Los, kommen Sie. Ja, Sir. Gehen Sie zu den anderen. Viel Glück, St. John. Haben dich auch erwischt, hä? Was soll's? Hey, Mann. Schön, dich wiederzusehen. St. John, hä? Sohn eines Predigers. Taylor, was soll dieser Sohn eines Predigers scheiß dauern? Ich mach doch nur Spaß, Mann. Hattest du Erfolg? Was? Die Frau, die du gesucht hast, mit der ich früher unterwegs war. Nein. Ich will euren Schmuck, Uhren, den ganzen Scheiß. Los, in die Tasche. Klar, Mann, gar kein Problem. Was soll der Scheiß? Rekruten sind Besitztümer nicht erlaubt. Außerdem wird sowieso nur geklaut. Los, gib schon her. Ja klar, wird sowieso geklaut. So ein Bullshit. Achtung! Rührt euch. Besucher sind hier nicht willkommen. Sie sind hier, weil sie eingeladen wurden, rekrutiert von meinen Offizieren. Wenn sie antworten, sagen sie mir erst ihren Namen. Nachname zuerst. Ich komm klar, wie alle anderen. Name. Shit. Adkins, Crystal, Sir.
Wie viele haben Sie getötet? Vorher oder nachher? Antworten Sie einfach. Leck mich! Wir alle taten Dinge, auf die wir nicht stolz sind. Um uns zu retten, zu überleben. Der Allmächtige versteht das. Der Allmächtige vergibt uns. Doch hier, auf dem Gesicht dieser Frau, sehen wir die Spuren Satans. Knast-Tattoos. Die zeigen, wer sie mal war und zweifellos noch ist. Es sind Menschen wie Sie, die verantwortlich sind. Sie bringen den Zorn des Allmächtigen über uns alle hier unten. Bringt sie ins Arbeitslager. Was? Scheiße, leck mich doch! Ja. Ihr Gottverdammter Arschlöcher! Komm schon, Schätzchen! Lass los mich jetzt. Los! Verdammte Scheiße! Los! Hände weg! Was ist mit Ihnen? Taylor, Wade und... nein, Sir. Ich war noch nie im Knast. Hab keinen getötet, nichts in der Art. Sie waren sehr lange da draußen. Ja, ich meine, ich weiß, wie man schießt. Mein Dad nahm mich früher mit auf die Jagd. In einem Camper, Klamath Forces, war. Was ist mit Ihnen, Sohn? Kennen Sie sich mit Waffen aus? St. John, Deacon. Ja, ich kenne mich mit Waffen aus. Sie sind ein Drifter. Zeigen Sie Ihren rechten Arm. Gebirgsjäger. Irak? Afghanistan. Ehrenhaft und keine Lügen. Ich merke das. Ein Einsatz, ehrenvoll gedient. Und jede Minute davon gehasst. Du sollst nicht lügen. Guter Mann. Heben Sie die rechte Hand. Schwören Sie nun feierlich die Verteidigung der neuen Verfassung dieser Vereinigten Staaten. Gegen alle Feinde. Natürlich und unnatürlich, immer nach ihr zu handeln und sie zu beschützen. Und alle Befehle bedingungslos auszuführen. Also, schwören Sie! Ich schwöre. Wegtreten! Kommen Sie mit, mein Sohn. Soldat. Captain Khoury bringt mir nicht mehr viele Rekruten. Er muss viel von Ihrem Kampfgeschick halten. Oh, ich war lange in der Außenwelt. Sie kennen sich mit den Freaks aus? Ja, ich meine, ja, Sir. Ich schätze, so gut wie jeder andere, Sir. Gut, gut. Hier rein. Der Doc soll sie sich mal anschauen. Okay. Starker Puls. Gute Frequenz. Ziemlich üble Brandwunde. Was ist passiert? Ein Unfall mit einem Holzofen. Holzofen, hm? Wer hat das behandelt? Ich selbst. Neuester Mal. Gar nicht schlecht. Danke. Gut versorgen, sonst verlierst du den Arm. Klar, amigo? Ja, verstanden. Ich will das in ein paar Tagen nochmal sehen. Okay. Und Dirk? Er ist diensttauglich. Lo hará bien. Machst du draußen Besorgungen? Tut mir leid, Doc. Ja, tiene novia. Er ist vergeben. War klar. Die Hexe von Wizard Island. Vaya con Dios. Viel Glück, amigo. Gehen wir, Sohn. Normalerweise dulde ich keinen Ungehorsam, eine Offizierin Hexe zu nennen. Doch es gibt Ausnahmen für meine exzentrischeren Offiziere. Ja, Sir. Ich mache Ausnahmen, weil jeder, der noch lebt, eine Rolle zu spielen hat. Glauben Sie an Gott, St. John? Hab nie viel drüber nachgedacht, Sir. Tja, dann wird es höchste Zeit. Er hat einen Plan für uns, uns alle. Und mein Part ist das. Okay. Ich mag den nicht. Sir? Dieser Ort, ich hatte eine Vision, nicht so großartig wie die im Alten Testament, keine brennenden Dornbüsche, ich
wachte einfach eines Morgens auf, bevor Gottes Plage über die Welt kam und wusste, dies ist der Ort. Crater Lake? Wizard Island? Ich nenne es die Arche. Kennen Sie die Geschichte von Noahs Arche? Ja. Ja, ich meine, ja, Sir. Ich meine, jeder kennt die doch. In der Tat. Sie wären überrascht, wie wenige die Bibel oder die Offenbarung kennen. Sie meinen Genesis, Noahs Arche. Ich meine, das ist doch die Genesis, Sir. Ja, natürlich. Wo geht der mit uns hin? Gut, mein Sohn. Und jetzt zur Ausstattung. Sie meinen. Tja, wir haben nicht viele Uniformen, muss ich leider sagen, aber ich glaube... Oh, hier. Probieren Sie die. Passt ganz gut. Die nehme ich. Oh, lieber nicht, das ist ein Geschenk von einem alten Freund. Ein alter Freund. Davon gibt es nicht mehr viele, nicht wahr? Nein, gibt es nicht. Okay, Soldat. Aber tragen Sie die bitte nicht. Sie gehören jetzt zu uns. Und eigentlich dienen neue Rekruten zunächst als Privates. Doch da Captain Curry ihre Kampferfahrung bestätigt hat, erhalten Sie direkt den Rang eines Corporals. Herzlichen Glückwunsch, Sohn. Danke, Sir. So, und jetzt an die Arbeit. Mag den nicht. Also gut. Wo war ich gerade? Sie sprachen über Ihre Arche, Sir. Ja, die Arche. Das hier ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Hinter uns liegt ein ganzes Netzwerk von Höhlen und Schächten, die bis zum Gipfel führen. Wenn wir hier fertig sind, werden sie mit Samen, Pflanzen, Dateien und Büchern gefüllt sein. Die Welt mag sterben, doch unsere Errungenschaften in Medizin, Wissenschaft und Technik nicht. Nein, Sir. Okay. Aber die Insel ist mehr als die Arche, Corporal. Sie ist unser Fort, eine Festung. Hier am Nordtor lagern wir genug Munition, um den Kampf gegen die Freaks aufzunehmen. Wir haben Gewehre, Granaten, Maschinengewehre, Panzerfäuste. Und wir können selbst Munition herstellen. Jede Art, jedes Kaliber. Okay. Das ist der Bereich für unsere Mechaniker. Wenn Ihr Bike repariert werden muss, sind Sie hier richtig. Und, wie Sie sehen, können wir hier dank der alten Nationalgarde eine eigene LKW-Flotte aufbauen. Wenn die Highways von den Horden befreit sind, bauen wir die Straßen und Brücken wieder auf. Ihre Strategie der Brandrodung stoppt Krabbler und Schwärmer, räumt aber nicht den Highway. Sie wird die Horden nicht stoppen, Sir. Wissen wir, Corporal, die Horden sind wirklich sehr speziell, nicht wahr? Aber wir haben einen Plan. Ein Plan, Sir? Ben Franklin sagte, indem du Fehler in der Vorbereitung machst, bereitest du dich auf den Fehler vor. Wir machen keine Fehler. Ich mag den nicht. Das Herz der Armee schlägt hier, am Tor, bereit auf meinen Befehl zuzuschlagen. In diesen Zelten leben hunderte Menschen. Jeden Tag kommen mehr, wie Sie. Und sie schwören, ihr Leben für den Kampf zu geben. Doch mit ihnen habe ich andere Pläne. Eine Aufgabe, die mehr erfordert als pures Überleben oder eine Waffe zu bedienen. Sind Sie bereit dafür, Sohn? Ja, Sir. Was immer Sie wollen. Sie möchten wissen, wie wir die Horde besiegen? Ich zeig's Ihnen. Jetzt kommt's. Irgendein Scheiß wieder. Wow! Shit! Alles okay, Lieutenant? Oh. Hey, Colonel. Tut mir echt leid. Zu viel Aceton in der Mischung. Lieutenant Weaver ist unser Chemieingenieur. Er sucht neue Wege, Sachen hochzujagen. Den Feind zu besiegen. Sorry. Aber, ja. Ich heiße Weaver. James. St. John. Deacon. Ah. Dieses Milizzeug ist doch nur Show.
Stimmt's, Colonel? Corporal St. John ist neu in Currys Einheit. Wenn Sie irgendwas von draußen brauchen, ist er Ihr Mann. Oh, ja, klar. Hier, das brauche ich alles. Woran arbeiten Sie? Oh, an einem neuen Geliermittel aus Naphthen und Palmitinsäure. Ah, Sie entwickeln Napalm? Ja. Ja, der Kerl kennt sich aus. War nur geraten. Verzeihen Sie die Störung. Oh, jederzeit. Oh, Colonel. Ich bin dicht dran, Colonel. Ganz dicht. Das ist gut. Ah. Das ist wirklich gut. Wohin jetzt, Colonel? Hexe von Wizard Island? Das wäre alles, Lieutenant. Wer ist die Hexe von Wizard Island? Nochmals. Entschuldigen Sie meine exzentrischeren Offiziere. Schon gut, Sir. Noch ein letzter Halt. So sehr ich auch an Lieutenant Weavers Arbeit glaube, was Sie gleich sehen werden, könnte unser Weg zum Sieg sein. Okay. Hier. Also, was ist das? Ma'am, ich habe alles vom Anforderungsschein. Und du glaubst, das hier ist Weichspüler? Nein, Ma'am. Okay, dann lies no vor. No way. Wirkstoffe Chlor, Chloroform und Terp in... Hau ab! Hau ab! Oh, Matt, fuck. Ich schaff das nicht, wenn ich mich um alles selbst kümmern muss. Ich hab eine Lösung. Lieutenant Whittaker, das ist Corporal St. John. Ein neues Mitglied von Currys Einheit. Er kennt sich da draußen ziemlich gut aus. Vorlesen. Was? Vorlesen. Ich meine, du kannst lesen, oder? Wirkstoffe, Chloroform, Aterpineol, Benzylalkohol, Ethylacetat. Das reicht mir. Wann kann er anfangen? Ich lasse Sie allein. Weitermachen, Lieutenant. Lass uns allein. Sarah. Stillgestanden. Sarah, ich... Echt? Tod und ich. Nein, wir wurden überrascht. Usa und ich. Wir mussten nach Süden. Ja, Nero. Nein, ich fand O'Brien und ich fand einen Weg. Und Farewell überrannt. Sie sagten, keiner hätte überlebt. Und ich dachte, dass ich sehe dich nie wieder. Hey, hör zu. Jetzt können wir von hier weg. Wir fahren los und lassen alles hinter uns. Komm. Nein, Deacon. Ich kann nicht. Zwingen Sie dich, hier zu bleiben? Nein, du verstehst das nicht. Wir führen Krieg. Siehst du das nicht? Und wir können ihn gewinnen. Ich bin nicht für einen Krieg hier. Ich kann nützlich sein. Ich kann was bewirken, aber ich kann hier nicht weg. Ich muss hier bleiben. Verstehst du nicht? Du kannst bei mir bleiben. Mir helfen. Pass auf danach. Was immer du willst, wir fahren, wohin du willst. Der Colonel sucht sie. Wie Sie wünschen, Ma'am. Halt, einen Moment. Dein Anforderungsschein. Danke, Soldat.
Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Corporal St. John an Lieutenant Weaver. Komm, St. John an Hauptquartier. Hier spricht Weaver. Was kann ich für Sie tun, Corporal? Auf dem Anforderungsschein steht Quecksilber. Wissen Sie, wo ich das finde? Ja, klar. Ich hätte es wohl aufschreiben sollen. Man braucht erstmal Zinnober. Curies Einheit hat eine Mine nördlich vom Diamond Lake entdeckt. Fahr dahin. Funk mich an, wenn du da bist. Ja, Sir. Hey, und mal unter uns. Wenn der Colonel nicht da ist, lässt du den Ja, Sir, Nein, Sir, Scheiß, okay? Sonst fühle ich mich so alt. Ja, wir kommen wirklich nicht mehr nach oben. Puh. Und hier können wir keine Schnellreise machen. Weil das Bike zu weit weg ist. Okay. Freunde, aber auch hier. Was brauchst du? Hey, Sergeant. Gibt's einen Mechaniker? Corporal. Hey. Hey. Hey, ist der Neue? Ich bin Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Ja, gerade angekommen. Oh, cool, Mann. Hey, hör zu. Wenn du was für dein Bike brauchst, komm zu mir. Also ganz unter uns. Lucas, der Kanadier drüben beim Diamond Lake, der rippt dich ab, Mann. Okay, ich werd's mir merken. Das heißt, du hast doch gar nichts. Wie kann der mich abziehen, wenn du gar nichts hast? Alles klar. Ja, alles klar. Bis später. Idiot. Alles klar. Ich bin gerade so ein bisschen... Ricky, ich hab ihn. Er ist auf dem Rückweg. Dick, was war los? Naja, er traf auf ein paar Drifter und, scheiße, sagen wir einfach, er stand auf der Speisekarte. Oh mein Gott, Kannibalen? Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, sie zu fragen. Dicken Ende. Wow. Das Gespräch hatte ich deutlich früher erwartet. Okay. St. John! Corporal St. John! Sperr mal die Ohren auf! Ey, was soll... Funktioniert dieses Ding? Das Funkgerät geht nicht mal. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John! Hey, ich meine, tja, nichts. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr es seit der Vereidigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Wo bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Sowas halt. Also, Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahr da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Oh, scheiße, davon habe ich gehört. Ja, ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor. Ich muss los. Na schön, hey, hör zu, ich hab Zweifel an der ganzen Sache. Also den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen, ich muss los. St. John, Ende. Yep.
Yep, der Typ bedeutet Ärger. Großen Ärger Corporal. Für uns. Hey Corporal, pass auf dich auf, das soll ich helfen. Mach auf! Okay, Freunde. Corporal Deacon St. John. Oh, komm. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Na, da bist du ja. Hey, ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Wie läuft's, Mann? Taylor, ich hab was zu tun, also... Ja, tut mir leid, Mann. Also, angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein, ich auch nicht. Nein, es ist nur einer von den neuen Rekruten, hat sich verdächtig verhalten. Lieutenant Weaver, sind Sie da? Ich bin bei der Mine. Gut. Okay, Mann. Sieh dich da mal um. Im Bericht stand was von Erz-Test-Kits. So eines wirst du brauchen. Ein Erz-Test-Kit. Verstanden. Zinnober ist rötlich, funkelt aber nicht. Es hat einen matten Glanz. Schwer zu übersehen. Teste das Erz. Der Reinheitsgrad muss mindestens 60% betragen. Verstanden. Test-Kit. Wo zum Teufel soll ich hier ein Erz-Test-Kit finden? Vielleicht in einer der Hütten? Hier drin ist nichts. Ja, ich würde sagen, wir dürfen uns das Gespräch mit Taylor nochmal reinziehen. Weil das gerade so abgebrochen wurde. Na, also, ein Erz-Test-Kit. Ja. Ich höre eine Horde. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass wir jetzt schon wieder in so eine scheiß Mine reingehen. War schon beim letzten Mal so eine absolut schlechte Idee einfach. Okay. Wie war das? Rötlich, matter Glanz. Zinnober. Ja. Gut, das geht. Ehrlich? Hab dich. Nicht gut, Freunde. Na? Das war der letzte. Also, mal sehen, ob die Pumpe läuft.
Erstmal testen wir das Erz hier. Jo, Handy. Danke. Und jetzt muss ich das testen. Yes, das geht. Gut, ich muss weitersuchen. Ich brauche mehr. Freunde, wie es hier weitergeht, das seht ihr aber schon in der nächsten Folge von Days Gone, Alter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, wenn ja. Gönn mal einen Daumen nach oben. Und gönn auch einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Wie die Idioten da. Mach's gut.